Na, Schatz, was gibt's Neues? Nichts. Naja, möglicherweise schon. Es betrifft Mike, aber ich darf's dir nicht sagen. Schon gut, Schatz. Wenn ich sage, was gibt's Neues, ist das nichts weiter als eine Floskel. Naja, als kleine Überbrückung zwischen ich bin wieder da und kriege ich ein Bier. So wie's aussieht, hat Mike im Moment eine kleine Freundin. Wirklich? Wow. Nicht, dass mich das überrascht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie der Vater, so der Sohn. Hey, da ist er. Was läuft, Ladykiller? Mein Gott, Mom, du hast ihm gesagt. Du bist wie ein Papagei, der immer alles nachplappert. Mike hat eine Freundin, Mike hat eine Freundin. Zu deiner Information, deine Mutter hat gar nichts gesagt. Und, ist sie heiß? Dave, sie ist 13. Schon gut, entschuldige. Also, ist sie heiß? Hey, die erste Freundin, die man hat, ist immer was Besonderes. Ich weiß nicht, was man dir gesagt hat, aber sie ist nicht meine Freundin. Wir haben nur mal geknutscht, das ist alles. Oh, wie, was? Wie bitte? Oh, ist nicht so wichtig. Was hast du gesagt? Dad, ich brauche deine Kreditkarte für die Tickets. Klar, sollst du kriegen. Nein, ich denke eher nicht. Aber ihr sagtet, ich könnte da hingehen. Ja. Und du hast gesagt, du holst die Terrassenpolster aus der Garage, wirst sie sauber machen und verteilst sie auf die Stühle. Ich mach's nach dem Essen, okay? Ich hab's schon getan. Ich hatte keine Lust mehr, dich darum zu bitten. Und wegen dieser winzigen Sache darf ich jetzt nicht zu den Eisgepäck? Zum Eishockeyspiel. So ist es. Oh Gott, ist die hirnlos. Rede nicht so über deine Mutter, sie steht neben dir. Ich meinte meine Freundin Chelsea. Sie versaut mir mein ganzes Leben. Und welche ist Chelsea? Das war diese dünne Blonde, die zu Hillarys Geburtstag letztes Jahr da war und Schrimps und Hummer. Oh ja, verstehe, die Magersüchtige. Die hat sich den Hummer nur so reingeschoben und auf der Toilette wieder rausgehoben. 80 Mäuse hätte für die nicht nur ein Schälchen Reis gereicht? Oh, die hasse ich. Ja, aber jetzt hasst Chelsea mich. Und wir sind nicht mehr befreundet. Und sie verbreitet die furchtbarsten Gerüchte über mich. Ach, mach dir nichts draus. So läuft das auf der Highschool. Da lästert man über jeden. Sie nennt mich eine Schlampe, Dad. Das tut sie nicht. Oh doch, tut sie. Oh, das tut sie nicht. Oh doch, das tut sie. Du bist doch keiner, oder? Aber natürlich nicht. Die hat ja echt Nerven. Keiner zieht über meine Tochter her und die schon gar nicht, diese hässliche Schrulle. Was redest du da, Dad? Du lästerst über Hillary auch dauernd ab. Das ist Erziehungsschatz und kein Ablästern. Ich sag dir was, wenn diese Chelsea denkt, sie kann in mein Haus kommen, sich mein Essen reinpfeifen und wieder auskotzen und dann noch meine Tochter anmachen, hat sie sich geschnitten, das Dummhuhn. Oh ja, da ist die Tusse schief gewickelt. Oh mein Gott! Was? Du hast es echt geschafft, dass ich mich besser fühle. Danke, Dad. Wow! Das letzte Mal, als sie mich so angelacht hat, da habe ich ihr ein Bäuerchen entlockt. Guten Morgen, Mom. Du siehst heute bezaubernd aus. Du hast abgenommen, hä? Oh, danke. Du gehst trotzdem nicht. Aber es ist Herr der Ringe auf Eis. Kannst du mir vielleicht sagen, wann ich je wieder Brian Boitano als Bilbo Baggins sehen kann? Das kann ich dir nicht sagen. Aber eins kann ich dir sagen. Du kriegst nächstes Jahr wieder die Chance, die Terrassenpolster zu reinigen. Deswegen rate ich dir, es gleich zu tun, wenn ich es dir sage. Ich hab es satt, dass du mir immer sagst, was ich tun kann und was nicht. Warum entscheidest immer du? Weil ich deine Mutter bin. Wenn du mal Kinder haben solltest, kannst du denen das Leben zur Hölle machen. Doch jetzt bin ich dran. Bitte? Und übrigens, das mit dem Abnehmen war gelogen. Wieso diskutierst du noch mit ihm rum? Gib ihm schon die verdammten Tickets. Er ist der Liebste von allen. Ach ja, nicht in letzter Zeit. Er tut nichts von dem, was ich sage. Überall liegt sein dreckiges Zeug rum. Er hebt nichts auf. Holst du vielleicht das ganze Geschirr aus seinem Zimmer? Wieso dürfen wir das jetzt alles nicht mehr? Dave, das ist nicht komisch. Wenn ich jetzt nachgebe, denkt er, er kann mir auf der Nase rumtanzen. Du solltest mich dabei unterstützen. Bitte? Bitte? Aber dann werde ich ihm erklären müssen, wieso er nicht diesen Brian Bottini in Bimbo Baggies sehen kann. Also, ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Ich werde verschwinden. Okay, bye. Hey, ich mein's ernst. Ich geh weg. Ich mein's auch ernst. Es ist mir egal. Oh nein. Sie hat den Bluff durchschaut. Ich kann nicht verschwinden. Mein Koffer ist nämlich leer. Okay, ich würde jetzt gehen. Ich werde jetzt verschwinden und zwar offiziell. Keine Ahnung, was in Zukunft läuft. Also vielleicht, vielleicht ende ich tot auf der Straße. Und an allem seid ihr schuld. Und den Preis für die Over-the-Top-Performance bekommt ein Teenager. Und das ist... Larry Gold! Auf Wiedersehen, Mom. Auf Wiedersehen, Dad.
Das nächste Mal sieht ihr mein Gesicht vielleicht auf einer Milchtüte. Soviel ich weiß, werden auf Milchtüten nur die abgedruckt, die auch gesucht werden. Mike? Oh. Hey, wieso klopfst du nicht an, Dad? Entschuldige, ich hatte völlig vergessen, dass es jetzt einen Grund fürs Anklopfen gibt. Wenn ich früher reinkam, war er nie am... Egal, nett, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits, ich bin Heidi. Hi, ich bin Mr. Gold, der Vater von deinem neuen Freund. Naja, jetzt weißt du, von wem er sein Aussehen hat. Ja. Schon gut. Dachtest du, ich blamier dich vor deiner neuen Freundin? Und? Seid ihr richtig verknallt? Okay, schon gut. Wir sehen uns nachher noch. Eine Frage hätte ich noch. Darfst du eigentlich schon Mädchenbesuch in deinem Zimmer haben? Wieso nicht? Ja, also ich darf das in meinem nicht. Schön, ich werde es jetzt mal gestatten. Oder sollte ich vielleicht erst mal deine Mutter fragen? Schon gut, ich muss jetzt sowieso gehen. Wir treffen uns Montagmorgen vor meinem Spind, damit jeder weiß, dass du mein Freund bist. Okay. Und nicht vergessen, nach der Schule gehen wir zum Klavierkonzert meiner Schwester. Zieh ein schickes Shirt an. Okay. Kein T-Shirt, das Blaue, auf das ich stehe. Schick mir eine E-Mail, dann gehen wir nochmal alles durch. Okay. Gut. Und jetzt bring mich zu meinem Fahrrad. Hi, Mr. Good. Es war nett, Sie kennenzulernen. Ja, ich fand's auch sehr nett. Oh mein Gott, armer Mike. Da hat er gerade welche, schon werden sie ihm abgeschnitten. Hallo? Hallo, Mom, ich bin's. Ich wollte nur sagen, ich sitze in einem Bus und fahre in Richtung Süden. Wir fahren gerade durch New Jersey und sollten bald in Washington, D.C. sein. Na, wie findest du das? Washington? Dann solltest du im Weißen Haus vorbeigehen. So viel ich weiß, wohnt da jemand, der sein Versprechen auch nicht hält. Ist das Larry? Er tut so, als würde er in einem Bus nach Washington, D.C. sitzen. Er wird wie immer zu Kenny gelaufen sein, also mach dir keine Sorgen. Und wenn ich dir sage, dass neben mir ein gefährlicher Mann sitzt, der sein Bein fortwährend an mein stößt. Wenn du nett zu ihm bist, lädt er dich vielleicht zum Essen ein. Bye. Schätzchen, ich finde dein Verhalten wirklich etwas kleinlich und sehr, sehr unreif. Dave, hör zu, wenn ich jetzt nach... Nein, lass mich ausreden. Bravo. Bravo. Hey, also, das ist Heidi, hä? Yep. Sie ist süß, wirklich goldig und nett. Ein sehr nettes Ding, ganz reizend. Ich kann sie gar nicht genug loben. Ein bisschen bossy, würde ich sagen. Wie meinst du das? Naja, wie sie dir sagt, was du tun sollst und wann und wie du es tun sollst, wenn du es tust. Hör zu, Dad. Heidi erlaubt mir Zungenküsse, okay? Und sie trägt keine Zahnspange. Also bei einer Achtklässlerfreundin kannst du es auf keinen Fall besser treffen. Ja? Ich werde dir was sagen. Also hör gut zu, Kumpel. Du bist gerade lippengeil, okay? Und wenn du nicht aufpasst, geht's weiter nach unten, wenn du verstehst, was ich meine, Slim Jim. Also, du willst dich doch nicht dein Leben lang von einer Tuss herumkommandieren lassen. Du meinst so wie du? Hey, und? Hast du Mikes neue Freundin kennengelernt? Ist sie nicht fantastisch? Sie ist super nett und ist schon eine Persönlichkeit. Und was für eine... Die zwei passen gut zueinander. Ja, ihr solltet euch zusammentun und beim Rumkommandieren abwechseln. Was sagst du? Gar nichts. Hey, Schatz, kannst du mir einen Gefallen tun und fährst Hillary nächste Woche zum Zahnarzt? Okay. Gut. Oh, und bringst du die Wäsche in die Reinigung? Ja, klar. Ach, und ich hatte mir telefonisch die Pille verschreiben lassen. Du musst also unbedingt zur Apotheke und sie da abholen, wenn du wieder Sex mit mir haben willst. Andererseits, wenn du dir nicht bald die Haare schneiden lässt, kannst du die Antibabypille vergessen, denn inzwischen siehst du schon aus wie Robinson Crusoe. Hör auf! Hör auf, mich rumzukommandieren! Du sagst mir andauernd, was ich tun soll. Ich darf Larry keine Tickets spendieren, ich darf Mike nicht erlauben, ein Mädchen mitzubringen, ich darf nicht mal entscheiden, wann ich mir die Haare schneiden lasse. Schön, sie sind etwas buschig, aber mein Friseur ist zurzeit gerade auf Barbados und er ist der Einzige, dem ich vertraue. Wovon redest du da überhaupt? Oh, noch was. Diese Heidi magst du nur deswegen, weil sie genauso ist wie du. Sie ist eine autoritäre, männermordende Tusse. Ist das deine Meinung von mir? Oh, nicht nur meine. Das finden alle. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag Larry. Oh, halt, warte, geht nicht. Der ist ja vor dir weggerannt. Okay, weißt du was?
Ich weiß ja nicht, wie du auf sowas Komisches kommst, doch darf ich was dazu sagen? Ja. Okay, leck mich, Dave. Da hast du's. Du sagst mir immer, was ich tun soll. Hey, wie läuft's? Nicht besonders. Wegen dieser Scherzi, nicht? Ja. Was hat die Zicke jetzt wieder getan? Ihre blöden Eltern sind verreist, deswegen startet sie eine Riesenparty und alle sind eingeladen worden. Naja, außer mir. Oh, das ist ja Link. Naja, sie schmeißt diese Party sicher nur, um die eins auszuwischen. Das weiß ich ja. Wieso, Dad, tut sie mir das an? Wieso? Schätzchen, sieh mal in den Spiegel. Du siehst klasse aus und hast eine perfekte Figur. Sie aber wiegt 150 Pfund und hat einen Arsch, der Schleifspuren hinterlässt. Ja, das war gut. Doch, wir werden uns das nicht bieten lassen. Wir werden es ihr heimzahlen. Sehr gut, und wie? Hör zu, wir werden ein Gerücht über sie verbreiten. Wir werden überall rumerzählen, dass sie Läuse hat. Nein, viel besser wäre noch Filzläuse. In dem Fall wäre es dann nicht nur ein Gerücht, sondern vielmehr eine Gesundheitswarnung. Ja, vielen Dank, Teddy. Du bist der Beste. Ja, ich weiß. Danke. Hallo? Ich bin jetzt in Virginia. Ja, sicher doch. Ganz ehrlich? Wenn du noch weiterfährst, tust du mir einen Gefallen? Ruf nicht mehr an. Bitte? Ich wollte dir nur sagen, wenn wir das nächste Mal halten, kaufe ich China-Kracher. Die sind hier legal. Und ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Wahrscheinlich reiße ich mir die Hände ab. Und was machst du, wenn dir das Geld ausgeht? Ohne Daumen kannst du nicht mehr per Anhalter fahren. Bist du fertig damit? Ich würde gern mal telefonieren, wenn du nichts einzuwenden hast. Klar, nur zu. Aber tust du mir danach einen Gefallen? Ja. Wenn ich das tue, dann tue ich es nicht, weil du es von mir verlangst. Übrigens, wie ist die Nummer von der Polizeiwache? Wieso? Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Aber zu deiner Information, ich melde der Polizei eine lautstarke Party ohne elterliche Aufsicht, bei der es schweinisch zugeht und die Kids sich volllaufen lassen. Das Ganze passiert in Chelseas Haus. Wieso machst du das? Weil ich ihr heimzahlen will, was sie Hillary angetan hat. Der wird's noch leid tun, dass sie sich mit mir angelegt hat. Dave, es sind Teenager-Girls. Sowas ist ganz normal und passiert jede Woche. Vielleicht hat Hillary es auch ein bisschen provoziert. Ach, weißt du was? Das klingt so, als wärst du auf Chelseas Seite. Aber ich sag dir mal was. Dich brauchen wir nicht, du Chelsea-Fan. Und wenn Hillary erfährt, was ich getan habe, bin ich ihr Dad und ihr BFFI. Ja, genau. Bester Freund für immer. Na, ganz allein an einem Samstagabend? Ja. Du hast also meinen Rat befolgt und diese Heidi-Tusse abgefackelt. Ha, es brach ihr das Herz, ne? Nein, ich hab sie nicht abgeschoben. Sie muss heute babysitten. Ich mag Frauen, die Geld verdienen. Heißt das, du hast meinen Rat nicht befolgt? Hey, Dad, nichts für ungut, aber ich höre fast nie zu, wenn du was sagst. Es tut mir leid. Naja, es gibt schon Worte, bei denen ich zuhöre, wie Essen ist fertig, Taschengeld oder Feuer, aber... Der Rest ist nur Geräuschkulisse. Okay, Gründe zu leben. Ich habe einen Sohn, der alles, was ich sage, ignoriert. Und mein anderer ist abgehauen. Und ich habe eine Frau, die glaubt, ich werde dusselig und muss zum Friseur. Wenigstens habe ich noch Bier und eine Tochter, die glaubt, ich wäre sowas wie ein Held. Wieso schickst du die Cops zu Chelseas Party? Und woher weißt du das bitte? Ich war auch auf Chelseas Party. Aber sie hat dich nicht eingeladen und deswegen magst du mich jetzt. Ja, doch. Wir haben uns wieder vertragen und deswegen hasse ich dich jetzt. Oh, okay. Und wo liegt das Problem? Die Party war etwas früher zu Ende und ihr seid wieder Freundinnen. Ist doch alles bestens. Nein, es ist nicht alles bestens. Weil jetzt alle wissen, dass mein Vater alles verraten und die beste Party des Jahres versaut hat. Und deswegen hassen mich jetzt alle. Du hast mein Leben zerstört! Das war... Oh, ich weiß, wie wir das gerade biegen können. Hör zu. Wir sagen, Brandas Dad hat die Cops angerufen und gesagt, er wäre ich. Gut, aber sag es Marcy und dass sie es nicht weitererzählen darf, dann wird sie es bestimmt tun. Dann ist sie die Blöde und wir sind fein raus. Haha, Brenda ist dumm gelaufen. Was ist bloß los mit dir? Wieso suchst du dir nicht dein eigenes Leben, Dad, und hältst dich aus meinem raus? Oh, und übrigens, Chelsea sagte zu mir, sie wird sich furchtbar an dir rächen.
Ich bin wieder da. Ich hoffe, du freust dich. Nein, Larry. Ich freue mich überhaupt nicht, dass mein Sohn weggelaufen ist. Von jetzt an werde ich immer alles tun, was du willst und wann immer du willst. Du hast meine Seele für immer gebrochen. Und wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt nach oben und heule mich in den Schlaf. Hier bist du. Hey, was ist passiert? Du weinst doch nicht wegen der fiesen Sachen, die ich zu dir gesagt habe. Ich weine, weil das alles wahr ist. Ich bin ein kontrollsüchtiges, widerliches, autoritäres, böses Wappstück. Nein, das bist du nicht. Bin ich doch. Nein, bist du nicht. Doch, das bin ich. Ich habe Larrys Seele gebrochen und ihn 400 Meilen weit weggeschickt. Ich wusste nicht, wo er war und was er gemacht hat und wozu das Ganze. Wofür? Wegen ein paar Sitzkissen. Und ich mag ja nicht mal diese Gartenstühle. Hör bitte auf zu weinen. Larry war schon ziemlich kaputt, bevor er sich auf den Weg gemacht hat, klar? Oh, bitte. Bitte hör jetzt auf zu weinen. Du wolltest ihn nur disziplinieren. Weiter nichts. Mach dir deswegen keine Vorwürfe. Ja, du hast recht. Ja. Du hast recht. Ja. Es ist nicht meine Schuld. Die drei sind schuld. Der Lümmel und das Gürtel. Ja. Die drei treiben mich dazu. Nichts wird getan, wenn ich sie nicht anschreie und brülle. Und am Ende mache ich es dann doch selber. Sie hassen mich, weil ich sie anschreie und brülle. Ich kann den Menschen nicht leiden, den sie aus mir machen. Wozu machen wir das alles? Sie sind undankbar und hören uns niemals zu. Sie verdrehen die Augen und überlegen, wie sie uns austricksen können. Genau so ist es. Du hast recht. Und wir denken immer nur an sie. Und reden über sie. Ist doch lächerlich. Weißt du, dass ich schon lange nicht mehr von mir geträumt habe? Früher hatte ich Albträume, dass ich abstürze. Und jetzt stürzen die drei ab und ich stehe daneben und schaue zu. Naja, manchmal jubel ich auch. Hin und wieder helfe ich auch nach. Doch der Punkt ist, ich bin nicht mal mehr der Star meiner Träume. Hey, weißt du noch, als wir zwei allein waren? Wir haben gelacht und getrunken und manche Nächte durchgefeiert. Ja, ich weiß. Und wir hatten Sex, wann und wo wir auch immer wollten. Und dann dachten wir, idiotisch wie wir waren, hey, was würde das noch vollkommener machen? Kinder! Ja, sowas Dummes. Sie saugen mir das Leben raus. Aus dir besonders. Aber aus mir auch. Vielleicht hatte Larry recht. Vielleicht sollten wir einfach abhauen. Oh, Mann, wäre das schön. Und wieso tun wir es nicht? Einfach gehen? Was? Komm schon. Weißt du was? Ich mein's ernst. Warum steigen wir nicht in den Wagen und fahren in ein Hotel oder sowas? Richtig. Es ist mein Ernst, komm. Okay. Worauf warten wir noch? Auf nichts, steig ein. Wir haben hier nichts verloren. Komm, ich brauche schon Kinder. Und wo genau wollen wir hin? Hey, warte mal. Du hast doch die Pille geschluckt. Ich will nämlich nicht, dass wir in der Nacht, in der wir durchbrennen, noch ein Kind zeugen. Ich hab sie geschluckt. Ihr seht richtig, Kinder. Mami zieht sich eine rein. Und Daddy zwitschert ein. Und wir hatten gerade Sex. Ja, und als nächstes treiben wir es auf den Balkon. Nein, werden wir nicht. War nur so eine Idee. Wieso haben die Kids noch nicht angerufen? Die müssen doch inzwischen gemerkt haben, dass wir weg sind. Und wenn schon, vergiss die mal. Heute ist unsere Nacht. Heute haben wir keine Kinder. Genau, und ich habe keine Dehnungsstreifen. Und wir wohnen nicht auf Long Island. Wir wohnen im Village. Ja. Und trinken jeden Morgen Cappuccino in einem kleinen Café, in das Schriftsteller, Künstler und Gwyneth Paltrow gehen. Ja. Und wir können endlich mal die ganze New York Times durchlesen, ohne dass uns jemand stört und sagt, ich hasse euch. Naja, vielleicht bis auf die Paltrow. Die hat ja ein Kind und das kotzt sie an. Und deswegen ist sie neidisch auf uns. Haha, Apple nervt wieder. Und die Einzigen, die von uns Geld wollen, sind ein paar Penner. Aber wir können ihnen was geben, denn wir haben keine Kinder. Kinder sind scheiße. Fahren wir nach Hause? Ich bin startklar. Hey, lass es uns noch auf dem Balkon tun. Das kannst du vergessen, Dave. Na, ihr?
Wo zum Teufel wart ihr? Aus! Aus? Ihr haut einfach ab, ohne uns eine Nachricht zu hinterlassen? Wir wollten schon die Polizei anrufen. Wir wussten nicht, ob ihr gekidnappt wurdet oder tot seid. Wenn ich abhaue, rufe ich alle 5 Minuten an. Wenn ihr so besorgt wart, warum habt ihr da nicht angerufen? Das haben wir ja, etwa 100 Mal. Doch es war immer nur die Mailbox dran. Oh, sieh an. War abgeschaltet. Okay, ist schon spät, also los ins Bett. Hast du etwa geraucht? Das ist ja wirklich unglaublich. Was ist eigentlich los mit euch? Nicht cool. Hey, Schatz, das Hotelzimmer ist bis morgen Mittag bezahlt. Dann komm! Bye-bye! Grab your names on TV! Acme!